Ja, sehr schön. Haben wir das auch geschafft. Und dann ist die nächste Diebeskill, nächste Diebesauftrag gar nicht so weit weg. Aber allein dadurch, dass halt jetzt ja schon die Mission mit dem Anführer der, ja, ein Anführer der Shantaoki kam, kommt das so vor, als wenn das hier tatsächlich die letzte, das letzte Mal ein Dieb hier eine Sequenz ist mit Diebeskillen aufträgen. Ich hatte echt eine Erinnerung, dass die Diebe als letztes fertig werden. Als ich allein schon, weil dadurch hören ja auch die, also so, die, ob die, die Kurtisanen-Gilden oder Söldner-Gildenaufträge abschließen, macht ja streng genommen keinen Unterschied, aber die Diebe haben ja nun mal die Shantaoki-Überfälle und wenn man die Diebeskill ein bisschen abschließt, hören die Überfälle ja halt auf. Also es hat ja eine, also eine direkte Konsequenz auf das Gameplay. Allein dadurch hatte ich halt schon Erinnerung, dass die Shantaoki halt immer als letztes beendet werden. Ezio, La Volpe sagt, ihr werdet ein ausgezeichneter Reiter. Ich habe entdeckt, dass die Shantaoki ihre Reitkunst im Circo Massimo perfektionieren. Das gibt uns Gelegenheit, mehrere von ihnen gleichzeitig zu erledigen. So, haben wir einen Horst? Nein, wir haben keinen Horst. Ich hätte jetzt ja schon das Bedürfnis, die Dinger mit der einfach mit der Hake zu erledigen. So, komm, geht das? Geht das? Ah, nein, leider nicht. Schade. Gerade wäre natürlich geil, wenn jetzt Ezio quasi anstatt mit dem Shivona-Schwert, das er gerade in der Hand hält, jetzt einfach mit so einem Besen, mit so einer Hake hier angeritten kam. So, total ritterlich und dann dieses eine Detail, was die ganze Ernsthaftigkeit wieder spottet. Meine, obwohl wir jetzt diesen Back 16 Rätsel fertig haben, halte ich immer noch von ganz alleine Ausschau nach irgendwelchen versteckten Sachen, was ja so überhaupt keinen Sinn macht, wenn man diesen Back 16 Rätsel ja eh nur so hätte, erkennen könnte. Und dass es auch keiner von den Wachen hier kümmert, dass ich hier mit gezücktem Schwert mitten durch die Zivilisten reite. Ich meine, sie werden nicht mal misstrauisch, aber das liegt halt auch daran, wenn wir gerade einer an den Auditorium machen, auch wenn man ihn jetzt natürlich gerade nicht sieht. Ja, normalerweise würden sie jetzt wahrscheinlich angreifen oder zumindest halt misstrauisch werden. Aber so, durch den Auditorium machen, haben sie gesehen, vergeben die Wachen halt mehr. Na komm. Komm, einer von den, verdammt, der reitet gleich zu weit weg. Horst, hier stehen bleiben, nicht wegrennen. Das ist noch nicht vorbei. Ja, stimmt, dem brüllt Ezio jetzt die ganze Zeit hinterher. So, komm, bitte. Komm, bitte Meisterassassine. Bitte gleich Meisterassassine. Mit Veterano? Aber ich hab doch zwei Assassinen auf die gleiche Mission geschickt. Rettet euch nicht! Ich hab doch zwei Assassinen gerade auf die gleiche Mission geschickt. Warum wird jetzt quasi der Schwächere, also der Level 7er halt mit Veterano zurückgeschickt? Und wo ist denn Level 9er? Also die werden jetzt ja wohl kaum den Level 9er Assassinen, der wirklich noch 17 EP vom Meisterassassinen entfernt war. Die werden sie jetzt wohl kaum getötet haben. Geschwindigkeit, rettet euch nicht! Ja, jetzt meint ihr, ich soll den Anführer mit der versteckten Klinge eliminieren. Komm, den schneiden wir jetzt den Weg ab. Den schneiden wir jetzt einfach mal ganz gekonnt und elegant den Weg ab und dann... Geschwindigkeit, rettet euch nicht! Ja! Ja, und dann gehen wir gleich mal hier an den Taumschlag ran, der sieht ja gerade Banditenangriffe gestoppt. Und tatsächlich, Diebeskill werden das heißt, die einzige Gilde, die wir jetzt noch beenden müssen, sind die Söldner. Ah gut, sie sieht jetzt, ach stimmt, der Grund, warum
die uns gerade nicht angezeigt wurde, ist, weil sie halt bereit ist für den Assassinenrang. Und jetzt ist mir auch wieder zu riskant, 15 Minuten, nein, dann 18 Sekunden. Ich warte halt, bis der andere Typ auch zum Meister Assassin ausgebildet werden kann und dann hat sich die Assassinen erledigt. Dann halte ich die halt, dann schicke ich die halt gar nicht mehr auf Mission, sondern hol die halt, lass sie halt die ganze Zeit bei mir. Eigentlich gleich schon für den Pfeilhagel. So, haben wir noch was? Logischerweise haben wir nichts mehr. Gut, dann geht's jetzt. Jetzt aber wirklich weiter mit der Hauptstory. So, jetzt können wir tatsächlich wieder zurück zum Lamolpan und Tata teleportieren. Normalerweise, sobald die Gildengebäude betrittst, wird man ja halt beginnt ja die Hauptstory halt automatisch. Das war, also die ganze Zeit das Assassino-Quartier, die Rosan Fiore, Lamolpan und Tata, die Kaserne, die Hauptstory beginnt ja dann eigentlich automatisch. Also, wie im Fall der Kaserne, musst du jetzt das Gebäude nicht mal treten. Das reicht ja schon, wenn du in eine gewisse Nähe zum Gebäude kommst. Aber hier? Ja, da, ja, ist so, gut, ist jetzt halt einfach so. Ist jetzt einfach so, wie es ist. Ich hätte jetzt ja schon Lust, einfach den ganzen Hintergrund per Greenscreen auszuschneiden. Einfach diese tanzende Kurtisane. Halt, irgendwo in nicht mehr zusammenhängende Kontexte einzufügen. Oder einfach, wenn gerade so richtig emotionale Momente in der Hauptstory sind, einfach im Hintergrund irgendwo diese Kurtisane tanzen lassen. Buongiorno, Ezio. Es ist Zeit, Lucretias Liebhaber aufzusuchen. Pietro. Meine Männer suchen ihn bereits. Molto bene. Ezio, gestattet ihr... Was gibt es? Rodrigo wurde von irgendjemandem gewarnt, sich von der Engelsburg fernzuhalten. Machiavelli? Habt ihr Beweise? No. Ein bloßer Verdacht darf uns nicht trennen. Die Borgia haben unsere Spione aufgedeckt. Wer verriet sie? Maestro Machiavelli erkundigte sich heute nach unserer Suche nach Pietro. Ezio? Und obwohl La Volpe gerade laut vom Verrat mit dem Assassinen spricht, dass vielleicht der einer der zwei gerade amtierenden Teilzeit-Großmeisters Assassinen ein Verräter ist, saufen, tanzen und im Hintergrund komplett unbeeindruckt weiter. Jetzt natürlich wieder wesentlich mehr Bock mit dem Fleischermesser zu kämpfen. Einzig allein, weil die Diebe ja viel mehr auf Kurzwaffen als auf Schwerter spezialisiert sind, aber allein bei den Raid-Missionen wäre das halt ungünstig. Ach, wir haben sogar einen Ronny-Dieb unter uns. Ja? Ja? Wo? Ach, da ganz hinten ist einer. Bitte Gott, lasst mich einfach. Nein, erzähl nicht auf die Diebe, sondern auf den Gardisten. Genau. Aber wie kommt denn da jetzt noch? Da, ich hab ihn. Ach, die kommen jetzt von allen Seiten, überall. Und der war ein Ziel, ist auch schon so viel, der schwackt halt auch schon nur noch rum. Komm, Pike gegen Pike. Pike gegen Pike. Komm, und jetzt den Überschlag. Weil die Fähigkeit muss man in Assassin's Creed 2 halt erst noch erlernen. Und hier hat man sie ganz automatisch. Komm, lock die noch ein bisschen weiter zu mir. So, sehr schön. Der Angriff wäre ideal, wenn er nicht so lange bräuchte, um aufzuladen. Ich kann nicht glauben, dass Machiavelli ein Verräter ist. Der Angriff auf die Villa, dann das Castello und jetzt das!
Er steckt hinter alledem. Ich bin ehrlich gesagt überzeugt, dass die Pferde in diesem Spiel tatsächlich schneller reiten können als das, aber ich... Wo ist diese Sprint-Taste? Ihr seht ja, wie sich hier die Beine vom Machiavelli-Zert bewegen und meine im Vergleich. Der reitet mir jetzt nicht gerade einfach grundlos weg. Ja, das ist halt nur die Frage, wenn ich jetzt auf X drücke, wird das Pferd... Oh, scheiße, jetzt hab ich gerade meine Assassinen-Signale verschwendet, fuck. Jetzt wüsste ich, wenn jetzt die Assassinen tatsächlich hier noch wie hier Lavolpe angreifen würden. Tja, du hast gedacht, Machiavelli wäre der Verräter. Denn, komm, sollen dann immer mal mit. Na komm. Ach, das ist was, wenn der Pfeilhagel noch... Da, ach nee, den schmeiß ich mir auf. Pfeilhagel schmeiß ich mir auf, weil... Es dauert halt schon eine gewisse Weile, ehe die wirklich regeneriert sind. Was konntet ihr herausfinden? Pietro soll heute Abend ermordet werden. Cesare schickt seinen Metzger. Micheletto, der beste Mann in Roma. Niemand entkommt ihm. Bis heute Nacht. Kommt mit. Ja, wie gesagt, halt Micheletto, wie ich schon am Anfang auch damit sagte, Cesare ist persönlicher Top-Assassine. Und der hat halt auch mal angegeben, dass er... Oh Gott, wie viele Wege was? Ich glaube, 280 Wege kannte, einen Menschen oder einen Mann zu töten. Also das ist halt wirklich ein... Ja, ziemlich perverser Sadist. Aber generell, sein Attentat von der Inszenierung, das hat was. Er selber, also, ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches, aber... Ach, komm, Fiegels, jetzt könnt ihr zeigen, was ihr drauf habt. Also von der Persönlichkeit ist jetzt ja nichts Besonderes. Aber sein Attentat ist halt wirklich geil. Und sehen wird es jetzt halt nochmal witziger, weil man jetzt ja wirklich als Assassin's Creed Spiele hatte. Wo man schon einen gewissen Wiedererkennungswert erkennt in diesem Attentat. Was ich dann damals meine, weil ihr dann gleich sehen, wenn es soweit ist. Doch, wo sind die Kurtisanen? Habt ihr etwas über Pietro herausgefunden? Der Mann ist ein Schauspieler und er tritt heute Nacht noch auf. So, die Kurtisanen sind weg. Einfach weg. Ich vermisse einfach meine Killer-Kurtisanen auf Doom, die halt einfach die Messer gezogen haben, sich mit ins Gestümmel gestürzt haben, aber irgendwie die aktuellen, die hauen nur noch ab, wenn es ernst wird. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich tatsächlich höre, dass La Volpe sein Pferd anweisen gibt und nicht einfach nur stumm vor sich herreitet. Nein, ich kann ihn nicht erschießen. Oder etwa doch? Doch, kann ich. Okay, da hat sich gerade versehentlich ein Schuss gelöst. Tut mir leid. Tja, Lavolpe, was machst du denn da? Warum fällst du denn immer runter? Warum schlägst du dich selbst? So, und so werden wir uns jetzt zum Ziel fortbewegen. Wie gesagt, Machiavelli war nie der Verräter. Ich bin... Wie hab ich in der ersten Aufnahme gesagt? Nein, ich bin vielleicht nicht Rodrigo, aber ich bin ein Templer, möge der Vater uns verstehen und uns leiten. Und so mit, und so, nachdem ich halt mit Machiavelli abgeschlachtet habe, und da wollten wir jetzt auch... Bleibt ja nur noch die eigene Mutter und die eigene Schwester zum Eliminieren und dann gehört das Land den Templern. Okay, das reicht jetzt wirklich. Okay, da wollten wir schnitzel dich so ab mich an. Bewege dich. Wir haben ein.
Alter, hast du gerade mein Horst geschubst? Hast du gerade mein Horst geschubst? Ich wollte Gnade walten lassen. Ich wollte Gnade walten lassen. Ja, renn weg. Renn weg. Renn bloß weg. Alter, habt ihr das gerade gesehen? Hat er einfach den Horst umgehauen. Oh Gott, ein totales Chaos. Oh, okay, der Pika-Typ fällt aus purem Respekt tot um. So, jetzt kann es aber wieder normal weitergehen. Jetzt habe ich meinen Auftrag erfüllt und das ist dann nur noch der Geist von der Wolpe, der weiterreitet. Deswegen auch die weiße Schilette um seinen Körper. Doch, den einen Zivilisten hätten wir jetzt nicht mal anrempeln müssen, aber den nehmen wir doch mit. Den nehmen wir einfach mal noch mit. So, den ihn finden, dann wird er bestimmt irgendwo auf den Dächern rumhocken. Oh. Ach nee, da hinten ist er. Die Diebe sind, ist auch Stress. Fertig. Ach nee, komm jetzt, erzähl mir nicht, ich hab die Pfeilhagel verschwendet für euch. What? Hä? Wer hat mich jetzt gerade gestoßen? Gegen wen kämpfe ich jetzt eigentlich? Kämpfe ich jetzt eigentlich mehr gegen die Dieben oder mehr gegen die Gardisten? Alter, seht euch das an, wie sehr der Arme hier von uns gemobbt wird. So. Was habt ihr über Pietro erfahren? Er soll an ein Kreuz gehängt werden. Micheletto nimmt sich ihn mit dem Speer vor. Hier, das ist dann schön an den Liebeshauptmission. Jetzt könnten wir halt gleich wieder auf Story weitermachen, aber ich fülle erstmal wieder meine Arznei beim Arzt auf. Oh, das ist. Danke, sind dann oben. Ja, gerade mal zwei Medizintränke, die ich vergeudet habe.